Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reisesendung. Wir reisen in den Süden. Gab's da nicht mal ein Lied? Ich bin in den Süden. Irgendwie war das doch so, ne? Ich habe auch schon ewig lange keine Musik mehr gehört, also aktiv. Also ich habe ja damals als kleiner, was ist das? Sind das? Ach no, Blumen. Ich habe ja früher als Jugendlicher, wie jeder von euch, denke ich mal, Viva und MTV rauf und runter gehört oder geguckt halt und Musik standardmäßig. Bis morgens aufgestanden, erstmal MTV oder Viva an. Und jeder, der sich jetzt denkt, wie MTV? Musik? Hä? Was hat denn MTV mit Musik zu tun? Ja, ganz zu Anfang und als ich noch jung war und jünger war, ich habe noch eine MTV-Zeit erlebt, als MTV noch was mit Musik zu tun hatte. Da gab es auch schöne Musik regelmäßig. Schöne und aktuelle Musik vor allen Dingen natürlich regelmäßig auch auf MTV, natürlich. Und jetzt ist es so irgendwie, ja, man wird älter, man hört zwar schon, aber man kennt die Charts nicht mehr. Irgendwie. Also bei mir ist es ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat. Wenn man älter wird, dann ist alles kacke. Weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht unbedingt. Bestimmt auch, aber jetzt nicht so im negativen Sinne. Wir laufen hier noch weiter südlich, ne? Okay, Frames, bitte komm zu dir. Was? Kürbisse finden wir ohne Ende. Ich hasse das. Was ist das hier hinten? Aber jetzt, wie gesagt, ich höre natürlich auch Musik, aber teilweise auch gerne mal ältere Musik. Und ich habe aber keinen Musikrichtungsgeschmack. Also schon, ich tendiere mehr Richtung Hip-Hop-Rap. Also das schon. Aber ich bin jetzt nicht dieser eine Musikrichtungstyp only. Also, wie gesagt, ja, ich höre eigentlich das, was mir gefällt, ne? Mit Hauptaugenmerk natürlich auf Hip-Hop und Rap. Ob jetzt Deutsch oder Ami oder was auch immer, ist dabei eigentlich vollkommen egal. Nur wie gesagt, das ist wieder Schwarzeiche, oder? Ach man, Schwarzeiche haben wir doch. Hallo, Frames. Boah, geh mir nicht auf den Pinsel, Frames. Ernsthaft. Ja, lieb. Ernsthaft, jetzt gehst du kaputt. Ach, weißt du was. Also ihr merkt schon, dass ich leicht ungehalten bin, obwohl Schwarzeichen natürlich was Feines ist, aber... Toll. Toll, 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 toll. Wieso kriegen wir Sticks, wenn wir... Ach, egal. So, darf ich jetzt bitte... So, du kommst wieder mit. So. Generell war das früher auch... Ja, früher war alles besser. Nein, früher war nicht alles besser, aber es war definitiv anders. Sowohl die Musik... Darf ich mal... Stopp mal. Stopp. Was ist denn los hier wieder, ey? Wo bist du, Boot? Jetzt schwimm doch nicht weg, Boot. Boot. Hallo. Ich will hier gerade ein... Na, darf ich jetzt? So, danke schön. Wow, das ist... Alter, ist das... Das ist mal Lava. Alter. Das nenne ich mal eine Lava Morgana. Mann, Mann, Mann. Okay, weiter südlich. Super. Das ist nicht südlich. Okay. Ja, die Extreme Hills, die können uns jetzt ehrlich gesagt mal ein bisschen gestohlen bleiben. Ich will... das ist irgendwie... Wir schwimmen irgendwie schräg, ne? So ist wieder richtig. Ja, ich weiß eigentlich nicht. Ja, wie gesagt, früher war alles irgendwie anders. Nicht unbedingt alles schöner, aber definitiv anders. Und zumindest, was das Fernsehprogramm anbelangt,
Das hatten wir ja auch schon, aber definitiv war das Fernsehprogramm früher ja vielleicht nicht so niveauvoll, aber niveauvoller als heutzutage. Und ja, jeder, der jetzt jeder, der aktiv noch Fernseh guckt, der wird bestätigen können, dass das auch nicht schwer ist. Ey, wohin willst du, Boot? Bist du doof? Halt! Warte! Fahr nicht weg! Schwimm nicht weg! Nein, nein, nein! Ach, ich kann auch hier unten nicht sehen. Kann man hier irgendwie was sehen mit Dings? Ach, guck an! Oh nein, nein, nein! Hoch, 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 hoch! Hilfe, ich kann nicht schwimmen! Also, ich kann schon schwimmen, aber ich kann nicht unter Wasser atmen. Wow. Okay. Gut. Aber ich meine, ich schimpfe ja beispielsweise, ich schimpfe ja gerne auf die Privatsender, allen voran RTL, ja? Und ich bin ja da schon lange nicht mehr der Einzige, der da wirklich sich gegen das Fernsehen verschworen hat. Nicht unbedingt verschworen, das ist nicht der richtige, das ist der falsche Ausdruck. Verschworen habe ich mich nicht, ich habe mich einfach nur dafür entschieden, nicht mehr aktiv Fernsehen zu gucken, freiwillig. Ja? Und wenn ich mich zurückerinnere an RTL beispielsweise, also ganz zu Anfang gab es ja, bei uns jedenfalls, erst RTL und kurz danach Sat.1. Und davor, oh, was? Gab es ja nur, wie gesagt, erste, zweite, dritte. Das muss man sich heutzutage mal vorstellen. Die Generation von heute, die dachte uns, die Generation von gestern und vorgestern, die dachte mich ja schon aus. Aber es war damals so und damals hat man sich noch richtig Mühe gegeben, fand ich. Man hat die ganzen Serien und Spielfilme persönlich angesagt. Es gab eine Ansage, Moderator, Moderatorin, je nachdem. Und ja, einfach, es war einfach schöner. Und die ganzen, ach du Schande, ich wollte ja nicht hier runter. Und wir sind hier nicht auf Höhlentour vorbereitet, also gehen wir wieder raus. Alter, ihr lockt mich aber wirklich hart, ne? Was sich auch falsch anhört, aber... Ach, ihr seid doch gemein. Lasst mich hier vorbei. Jedenfalls, was wollte ich sagen und nicht lügen? Das Programm von früher, es war einfach... Ja... Vor allem in den Anfangszeiten war es einfach schöner. Muss man einfach so sagen. Und jeder, der vielleicht mal auch die alten Zeiten miterlebt hat, der wird das eigentlich im Prinzip nur bestätigen können. Weil diese ganzen aktuellen Sendungen... Ich spreche nicht von den Filmen. Obwohl die Filme mit dem 80er-Jahre-Flair, die auch was ganz Besonderes haben, finde ich persönlich... Wenn auch nicht alles natürlich, ne? War nicht alles rosa und so. Oder alles Gold, was glänzt, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Aber, doch. War schon schön, muss ich sagen. Also ich vermisse das auch teilweise heutzutage. Denn sehr viele Filme... Boah, ich höre mich ja wirklich an wie ein Opa. Früher war alles schöner. Aber ist nein! Alter, hab ich mich erschrocken. Ihr schummrigen Schafe, ihr... Ich will nicht mehr. Ganz ehrlich, ey, ich bin so kurz davor. Ich bin wirklich so kurz davor. Also, das seht ihr jetzt gerade nicht, ne? Also ich habe hier Zeigefinger und Daumen. Nur einen Millimeter auseinander. So kurz bin ich davor. Echt nach Hause zu dackeln. Und mir die heiß ersehnten Ingredienzien, Zutaten zu... Ja... zu erschummeln. So nah bin ich schon dran. Aber das gibt es doch gar nicht. Ich meine, wie viel Pech kann man haben? Das sieht alles nicht nach... Und da wird es wieder dunkel. Die Sonne geht unter. Deswegen wird es wahrscheinlich auch dunkel. Ich rede einen Scheiß hier wieder. Ja, super Sache, Leute. Da philosophiere ich über das Fernsehen und wie
in den letzten beiden Exkursionen. Kommen wir hier einfach... Was? Was war denn jetzt los? Ich gehe mal kurz... nö, gehe ich nicht. Nein, gehe ich jetzt nicht. Ich schwimme jetzt einfach weiter. In die komplett... falsche Richtung. Wollt ihr mich nur in einer falschen Sicherheit liegen? Ja, ne? Aber... nein, 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 du zerstellst doch wieder, ne? Super. So, und jetzt hoffe ich... oh, 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 oh. Und schnell schlafen, schlafen, schlafen. Ich meinte, Na komm schon. Kein Creeper. Kein Creeper. Und Map hat mich wieder mal verarscht, richtig? Ist keine Wüste, ne? Nein, ist keine Wüste. Quatsch, was sag ich denn? Frames, jetzt beruhig dich mal. Mein Gott, du nervst mich wirklich. Das nervt mich hier an dem Spiel. Was soll denn das? Ich soll... wow. Wow. Das ist ja richtig, ja, Minecraft versucht sich auf seine Art wieder ein bisschen bei mir einzuschmeicheln. Und ja, ich hab das gemerkt. Ich merke das schon die ganze Zeit. Und irgendwie... oh. Bei diesen Bildern, da kann man nicht irgendwie, ich weiß nicht, ich kann nicht lange böse sein, Minecraft. Ja, aber außer diese Sandbergen, Dingens, irgendwas. Frames, ernsthaft? Geh mir nicht auf den Senkel. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust extra für die Exkursion hier. Es ist ja auch, natürlich ist es klar, dass es hier ein bisschen mehr ruckelt. Weil, ich ja... oh, das war laut. Weil ich ja schnell durchra... ein Dorf! Wir haben ein Dorf! Wir haben ein Dorf! Wir haben ein Dorf! Na komm schon. Wir haben ein Dorf, wir haben ein Dorf, wir haben ein Dorf, wir haben ein Dorf und wir haben Karotten. Sind das Karotten? Nein, es sind Kartoffeln, aber wir haben noch Kartoffeln. Egal. Egal, Kartoffeln nehmen wir mit. Einfach ausprint. Ha. 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 Hört auf damit. Karotten! Wir haben Karotten! Ja, wir haben Karotten! Ich freue mich, wir haben Karotten! Wir haben Karotten! Ha. Habt ihr noch was Schönes? Na, ihr? Na, du, ihr schönen guten Tag. Na, was hast du denn an... was ist das denn? Was? Kettenhaube? Smaragd? Ich hab keinen Smaragd. Was willst du von mir? Ich hab hier Holz. Und ich hab ein Boot. Nicht? Ne, na, dann gib das her. Bist du... ha. Ha. Ey, du hast da Gitter. Gitter ist wertvoll, ne? Darf ich doch mitnehmen, oder? Durfte ich doch jetzt, ne? Ha. Das heißt, ja. Dann gib mal her. So. Kriege ich jetzt... hör doch mal auf. Habt ihr was im Ofen? Ich bin mal so frei. Ihr seid ja immer so gastgeberig. Gastgeberig. Ne, hör auf. Eine diamantene Pferderüstung? Ernsthaft? Wow. Wow. Was? Ja, Wahnsinn. Wartet, ich lasse euch auch mal was drin. Ne, die Pfeile nicht. Hier. Ein bisschen Erde habt ihr von mir. Bin ich lieb, ne? Ja, meine ich doch. Ich habe ein Dorf. Ich habe ein Dorf. Ich habe ein Dorf. Ich glaube es nicht. Also davon machen wir gleich erstmal ein Thumbnail. Also ein Screenshot für ein Thumbnail. Nail. Ich habe nicht. Dein Kollege. Ach so, hier, du wolltest, dass ich weiter. Ach, guck an, danke schön. Ja, das nehme ich doch gerne mal an. Und, ne? Ja, ja, nehme ich alles. Brauchst du mir nicht zweimal sagen. Und was ist das hier?
Ach so, noch nicht fertiges. Ach, guck mal an, Weizen. Da können wir gleich eventuell bei Bedarf. Ja, geh doch mal weg. Ja, ich weiß. Nehme ich alles. Danke ich euch auch für. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Jetzt haben wir Karotten. Karotten wollte ich doch schon immer mal haben. Gibt es hier irgendwas? Blöd. Ja, ich weiß. Ich gucke mich doch schon um. Ist hier ein Kind drin? Hört man ja immer wieder, ne? So, ja, ja. Ich geh gleich runter. Ach, ist das schön. Nur ihr habt komische Behausungen. Bücher, Bücher. Ja, sorry, Leute. Dass ich da zugreife. Nee, den Rest nehme ich nicht. Ist da ein Kind drin? Nein. Ich glaube, der Witz wird auch nicht besser, wenn ich ihn wiederhole, oder? Hier war ich schon drin. Hier. So, ich glaube, jetzt kann man hier runtergehen. Autsch. Na, ihr? Ja. Ihr redet. Ihr habt so ein komische. Naja. Wow. Das ist ja richtig schöner Wohnen, oder wie hier, hä? Ja, schön. Ja, ich komme dann später auf den Tee vorbei, ne? Ich muss, ja, 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 ich habe noch was zu tun. Wer ist denn, wer baut denn hier so? Sag mal, kriegst du hier nicht irgendwie einen am Kopf, wenn du hier immer nach Hause willst? Ja, ich frag ja nur. Sieht sehr interessant aus. Also, einrichtungsmäßig habt ihr aber noch ein bisschen was nachzuholen, ne? Ja, jetzt seid doch nicht beleidigt. Ach, guck mal, da ist noch ein Feld. Autsch, autsch, autsch. Ich tue mir gar nicht weh, aber ich... Genau. Genau, mit der Spitzhacke, da macht man das. Und noch mehr Möhrchen. Okay, also möhrchentechnisch sind wir definitiv ausgesorgt. Wo sind die Möhrchen? Es sind keine Möhrchen, es sind Karotten. Hier ist der Weizen, den ich jetzt unnötigerweise auch mitgeruppelt habe. Hier oben waren wir schon, ja? Nee, ist aber auch nicht etwas, was ich... Ja, doch, Entschuldigung. Ja, los. Nee, hier war ich schon. Natürlich, ich erkenne doch das, ne? Gut, ich würde sagen... Okay, ja... Wie kann ich denn hier am schönsten ein Screenie machen? Oder soll ich dazu von da hinten? Ja, ich mach das mal. Zu nah ist ein bisschen blöd. Und Mi ist auch blöd. In Kombination noch schlimmer. Boah, ja, ich weiß. Ich bin ein bisschen platt, Leute. Sorry. Deswegen sind die Gags auch dementsprechend mistig. Gut, jetzt habe ich aber natürlich keine großartige Erde und auch keine ungroßartige. Aber hier Wolle. Wolle brauche ich eh nicht. So. Das Dorf sieht von hier aus irgendwie ein bisschen hässlich aus, ne? Aber ist ja egal. Ich habe es ja nicht hier gebaut, ne? So, ein Dorf. So, ich werde die Sendung auch... Die Sendung. Warum sage ich mal Sendung? Verdammt, was habe ich mit meiner Sendung? Autsch! Liebevoll das Dorf nennen. Hat zwar jetzt irgendwie kein Feuer im Titel, aber soll ja auch nicht. Wenn ich irgendwas mit Feuer im Titel wollte, hätte ich irgendwas mit Lava genommen. Ja, sorry Leute, ich weiß. Ich bin platt. Und ich habe momentan wieder nichts zu trinken hier. Nach dieser Folge muss ich mir unbedingt was zu trinken holen. Ich habe hier wieder eine Session. Eine Old Fashioned Session. Okay, das ist wieder nur Strand. Richtig. Du fopst mich nicht, aber... Wahrscheinlich fopst du mich schon, weil ich trotzdem jetzt nachgucke. Na los, lauf. Lauf doch schneller. Kann es sein, dass es gleich wieder dunkel wird? Ja, noch nicht wirklich. Vielleicht gehen wir zum Folgenende hin. Wird es dann auch wieder pünktlich dunkel?
Was ist denn das hier? Ich meine, gut, jetzt haben wir ein Dorf. Das ging ja aber relativ zügig mit dem Fund von irgendetwas. Das ist okay, denke ich mal. Was ist hier? Ne, nur normaler Sand. Na, ihr Schweine? Na? Grüß mal Piggy von mir. Ja, sehr einfallsreich, ich weiß. Habe ich schon erwähnt, dass ich platt bin und die Frames auch irgendwie scheinbar? Na komm. Na komm, ich weiß, du willst es doch auch. Wir wollen beide Schluss machen. Was heißt wollen? Ich muss. Ach, ist das schön. So, jetzt haben wir in dieser Folge wenigstens schon mal ein Dorf gefunden mit Karotten. Genau das, was ich wollte. Genau das, was ich wollte? Was mache ich denn jetzt hier die Merkel nach, ey? Und, ja. Das heißt, in der nächsten Folge könnten wir schon, also wenn es nach mir geht, gut und gerne mal Akazie finden oder auch einen Urwald. Wird mich jetzt nicht stören. So, das gutes Nächtle. So, Bett einpacken. Und ich würde sagen, liebe Leute, wir machen uns wieder auf den Weg. Aber erst in der nächsten Folge. Und bis dahin alles Liebe und nicht, hier ist die Sonne, ne? Alles Liebe und alles Gute. Tschüss.